Remigration, was heißt das? Wenn ich das Wort verwende, heißt Remigration, dass Zuwanderer, die nicht hier dauerhaft bleiben können und sollen, wieder in ihre Herkunftsländer zurückgehen. Das ist doch legitim und selbstverständlich, das ist das, was UN-Flüchtlingspakt und so weiter zugrunde liegt, dass man nicht alle und jede aufnimmt, sondern dass ein Flüchtlingsstatus ein vorübergehender ist. Herr Abaci, sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren. Herr Abaci, auch Sie haben, kurz nachdem Herr Samori sich zu Behauptungen verstiegen hat, die unzutreffend sind, jetzt erneut eine unzutreffende Behauptung, eine unzutreffende Unterstellung uns gegenüber vorgebracht. Sie haben gesagt, wir wollten alle, nach unserer Auffassung gehören alle Muslime nicht zu diesem Land. Das ist natürlich Unsinn. Und es ist eine Unterstellung, uns derartigen Unsinn, der in Ihrem Kopf sich darum bewegt, zu unterstellen. Wir sagen ganz sachlich, wir müssen kritisch sein gegen radikalem Islamismus, Punkt 1. Wir sagen zweitens, Türkei ist durchaus etwas anderes als Bayern oder Rheinland, was Sie augenscheinlich gleichgesetzt haben eben. Und wir sagen, wir müssen darauf achten, dass diejenigen, die wir bei uns in unser Land integrieren wollen, auch zu uns passen. Sonst scheitert Integration und entstehen Parallelgesellschaften. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Abgeordneten? Bitte gern. Habe ich das falsch verstanden, dass es eine Veranstaltung gab, wo Sie unter anderem einen Dozenten eingeladen haben, der die Remigration als Lösung für das Problem der von Ihnen aufgeworfenen Islamisierung vorschlägt? Also eine Remigration verstehe ich, wenn man sagt, es gibt zu viele Muslime in Deutschland aus Ihrer Perspektive und dann gibt es Vorträge, Remigration als Lösung, dann ist es genau das, was zum Beispiel der Kollege Samori angesprochen hat, etwas polemisch zugespitzt in der politischen Debatte. Alle Muslime sollen wieder zurück irgendwohin, wo sie vielleicht mal hergekommen sind, sofern sie überhaupt eingewandert sind. Das ist eine ganz andere Debatte. Aber solche Vorträge finden in der AfD-Fraktion statt. Dazu laden Sie ein. Und das bestätigt meiner Meinung nach genau das, was der Kollege Zamori gesagt hat. Herr Konter, Sie haben das Wort. Mehrere Punkte zu dieser Zwischenfrage. Erstens. Zu welchem Thema wir genau als Hamburger AfD-Fraktion eingeladen haben, das kann ich Ihnen jetzt nicht runterrattern angesichts der Vielzahl unserer Vorträge in unserer erfolgreichen und beliebten Vortragsreihe Fraktion im Dialog. Wenn, Punkt 1. Punkt 2, bitte keine unsachlichen Vergleiche mit Olaf Scholz. Wenn sich einer nicht erinnern kann, dann ist das Olaf Scholz. Zweitens, Remigration, was heißt das? Wenn ich das Wort verwende, heißt Remigration, dass Zuwanderer, die nicht hier dauerhaft bleiben können und sollen, wieder in ihre Herkunftsländer zurückgehen. Das ist doch legitim und selbstverständlich, das ist das, was UN-Flüchtlingspakt und so weiter zugrunde liegt, dass man nicht alle und jede aufnimmt, sondern dass ein Flüchtlingsstatus ein vorübergehender ist. Und drittens haben auch Sie jetzt wiederum eine erneute unsachliche und unrichtige Unterstellung getroffen, nämlich, dass der Begriff Remigration bedeute, dass alle Zuwanderer zurück sollen. Mitnichten, das stimmt einfach nicht. Sie überspitzen, Sie übertreiben, Sie verschärfen in einer unsachlichen Weise sachliche Forderungen, die wir aufstellen, um sie so in einer Überspitzung unrichtig zu machen und dann attackieren zu können. Das ist ein rhetorisches Stilmittel, das lernt man im ersten Semester Rhetorik-Grundkurs an der Volkshochschule, aber so können Sie uns nicht kommen. Uns zu unterstellen, indem Sie Überspitzungen vornehmen, indem Sie sich etwas ausdenken und dann, wie schon oft hier in diesem Hause gehabt, von Seiten Rot-Grün-Links uns unterstellt wird, wir wissen genau, was Sie zwar nicht sagen, aber eigentlich wollen.
das ist so albern. Das ist, wie man als Jurist sagt, nicht einlassungsfähig. Vielen Dank.